Wie war denn das Spiel aus deiner Sicht heute? Schwierig. Ich fand, wir sind schon nicht so gut reingekommen ins Spiel. Wir hatten ja viele einfache Ballverluste und das hat uns so ein bisschen gekillt, fand ich. Dann hat man auch gemerkt, dass Vietnam über die Konter ins Spiel gekommen sind und so auch zu ihren Chancen kommen und es muss auf jeden Fall besser werden. Auch, dass wir so selten zusammengespielt haben, das kommt natürlich irgendwo dazu. Auch, dass wir noch am Anfang irgendwie von der Vorbereitung stehen, jetzt noch nicht so viele Abläufe auch einstudieren konnten. Aber ja, trotzdem muss unser Anspruch sein, da irgendwie mehr Qualität auf den Platz zu bringen, präziser auch im Passspiel zu sein und die Chancen einfach klarer rauszuspielen. Wie war es für dich persönlich, 90 Minuten durchgezogen? Cool auf jeden Fall, ja, hat Spaß gemacht. Es war ja eher ein Spiel, was für uns gestimmt hat, weil wir ja mehr in die Offensive machen konnten, also defensiv jetzt gefordert in dem Sinne nicht ganz so arg, außer halt die langen Bälle nächstes Mal besser verteidigen, gleich da sein. Aber an sich war es echt cool. Es ärgert mich natürlich sehr, das Gegentor so kurz vor Schluss zu bekommen. So ein 2-0-Sieg sieht einfach nochmal deutlich besser aus und gibt mir auch ein deutlich besseres Gefühl. Aber ich denke, es passt dann auch zum gesamten Spielverlauf und zeigt, dass nicht alles heute gestimmt hat. Wir einige Hausaufgaben für die nächsten Tage mitbekommen haben und ja, an einigen Dingen noch arbeiten werden. Es ist total schön rauszukommen, so viele Menschen zu sehen, schönes Wetter, gute Stimmung. Ich freue mich immer wieder, dass wir die Kulisse haben, gerade hier in der Nähe von Frankfurt, nicht ganz Frankfurt. Aber es sind viele Gesichter, die man kennt, das ist total schön und es macht Spaß. Ich freue mich, dass wir noch ein zweites Spiel auch haben, beziehungsweise dass wir die beiden Spiele vor der WM noch haben. Insofern danke.